Leute, hier bin ich wieder. Und zwar geht es heute darum, wie entferne ich den Zahnkranz von meiner Hinterradfelge? Ihr braucht Spezialwerkzeug. Das ist so eine komische Nuss. Wenn ihr wisst, wie die heißt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Wäre euch sehr dankbar dafür. Dann habe ich hier noch so einen Kettenspanner, nenne ich das Teil mal. Den setzt man hier auf den Zahnkranz drauf. So. Dann halte ich das Ganze fest, mache den Schrott da rein, diese Nuss. So, und dann löse ich hier unten diese Schraube, wie ihr seht. So. Dann drehe ich es raus. Dann habt ihr die in der Hand. Dann löse ich das und guckt mal an. Und schon habe ich es raus. Müsst ihr aufpassen, hier fallen euch die Zahnräder sonst raus. Ja. Mehr war das schon nicht. Also es ist ganz einfach. Hier ist der Freilauf kaputt und deswegen muss ich tauschen. Also, ich hoffe, ich konnte euch helfen damit. Passt schön auf die Bremsscheibe unten, dass sie nicht irgendwie verbiegt. Wie ihr seht, passiert hier nichts. Deswegen schön aufgepumpten Reifen. Bei mir geht es jetzt hier Mountainbike. Felge, sonst legt was drunter oder so. Ich mache es immer so. Also, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis dahin, Leute. Ciao.